Das Thema Energie ist sehr aktuell und begleitet uns im Alltag. Wir sind aufgefordert, bewusst mit der Energie umzugehen und Strom zu sparen. Für uns Menschen ist aber auch innere Energie wichtig. Wenn wir zu wenig haben von dieser inneren Energie, tut uns das nicht gut. In dieser dunklen Zeit merkt man, wie wichtig das Licht ist. Innere Energie ist Licht, das wir in uns tragen. Jesus sagt im Johannesevangelium: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern hat das Licht des Lebens. Nehmen wir uns die Zeit, um innere Energie zu tanken, indem wir miteinander Gottesdienst feiern, indem wir anderen Menschen begegnen oder ganz einfach, indem wir ein Kerzchen anzünden und ein Gebet sprechen. Es ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, denn nur wer vom Licht erfüllt ist, kann auch für andere in dieser Welt Licht sein. Ein Mangelag soll uns wachrütteln und auffordern, miteinander auf den Weg zu gehen. Mit positiver Energie können wir uns den Herausforderungen stellen und Lösungen finden. Es ist unser Auftrag, Sorge zu haben zu unseren Mitmenschen und zu unserer Schöpfung. Und das gelingt besser mit einem positiven und hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Ich wünsche Ihnen im neuen Jahr viele Gelegenheiten, um positive Energie zu tanken. Ich wünsche allen viel Licht in Ihres Herz, damit das neue Jahr heller wird als das vergangene. Ein gutes Neues!